Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die US-Bundespolizei FBI untersucht mögliche Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Präsident Trump und Russland. Das hat FBI-Chef Comey heute erstmals öffentlich in einer Anhörung in Washington bestätigt. Zugleich erklärte er, es gebe keine Erkenntnisse darüber, dass es im Wahlkampf eine Abhöraktion gegen den damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump gegeben habe. Trump hatte Anfang März den Vorwurf erhoben, sein Vorgänger Obama habe ihn abhören lassen. Ausnahmsweise im Lichte der Öffentlichkeit tagte der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses. FBI-Direktor Comey und NSA-Chef Rogers informierten über mutmaßliche russische Hackerangriffe während der Präsidentenwahl. Erstmals bestätigten sie, dass auch ermittelt wird, ob Trumps Wahlkampfteam illegal involviert war. Das FBI untersucht im Rahmen der Spionageabwehr die Versuche der russischen Regierung, sich in die US-Wahlen 2016 einzumischen. Das schließt die Untersuchung aller möglicher Verbindungen zwischen Mitarbeitern des Trump-Wahlkampfteams und der russischen Regierung ein und die Frage, ob es eine Koordination zwischen beiden gab. Moskaus Manipulationsversuche gelten in Washington als erwiesen. Politisch explosiver sind hier Spekulationen, dass Trumps Leute aktiv beteiligt gewesen sein könnten, wofür derzeit keine Beweise vorliegen. Keine Beweise gibt es auch für die per Twitter erhobenen Vorwürfe des Präsidenten. Sein Vorgänger Obama habe ihn im Trump Tower abhören lassen. Ich habe keinerlei Informationen, die diese Tweets unterstützen. Und wir haben uns das im FBI sehr gründlich angeschaut. Die Antwort des Justizministeriums ist dieselbe. Was die Geheimdienste hier ausgesagt haben, ist eine Ohrfeige für den Präsidenten. Als völlig haltlos beschrieben sie Trumps Anschuldigungen, das Weiße Haus habe ihn vor seinem Wahlsieg ausspionieren lassen. Bisher nicht ausgeräumt ist dagegen der Verdacht auf eine illegale Verbindung zwischen Trump und Russlands Regierung. 9 Monate nach dem Brexit-Votum will die britische Regierung am 29. März offiziell den EU-Austritt beantragen. Das wurde heute in London bekannt gegeben. Beide Seiten haben dann 2 Jahre Zeit, die Bedingungen für den Austritt des Landes auszuhandeln. Dabei müssen nach Medienberichten etwa 21.000 Gesetze und Regeln erörtert werden. Die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens wird voraussichtlich im März 2019 enden. Flüchtlinge aus Afrika sollen künftig verstärkt an der lebensgefährlichen Überfahrt über das Mittelmeer gehindert werden. Das vereinbarten heute die Innenminister mehrerer EU- und nordafrikanischer Staaten. Vereinbart wurden eine engere Zusammenarbeit und ein engerer Austausch. Ziel sei es, die Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa so früh wie möglich zu stoppen. Sie sind in Sicherheit. Flüchtlinge, die die Hilfsorganisation Sea-Watch gestern vor der libyschen Küste gerettet hat, aus völlig überfüllten Booten. Noch immer scheint die zentrale Mittelmeerroute nicht kontrollierbar. 16.000 Menschen sind auf diesem Weg seit Januar nach Italien gekommen. Heute früh in Rom. Innenminister aus 5 EU-Ländern treffen sich zum Flüchtlingsgipfel, erstmals gemeinsam mit Kollegen aus Nordafrika. Ihr Ziel? Staaten wie Libyen sollen Flüchtlinge bereits an den Inlandsgrenzen daran hindern, sich auf den Weg Richtung Küste zu machen. Wir haben gute Kooperation mit Niger zum Beispiel, mit Mali ist sie im Aufbau. Dann ist das die richtige Botschaft. Und wenn auch klar ist, dass von der Küste man möglichst abgehalten wird, mit Hilfe der Schleuser nach Europa zu kommen. Bereits im Februar hatte die EU beschlossen, Libyen beim Aufbau einer eigenen Küstenwache zu helfen. Das Land braucht Hubschrauber und Radaranlagen. Italien hat bereits mit der Ausbildung 90 libyscher Grenzpolizisten begonnen und kündigt heute an, 10 Motorboote zu liefern. Wenn es schnell geht, dann könnten wir Ende April oder Mitte Mai einsatzfähig sein. Alles muss im Einklang mit den libyschen Behörden stattfinden. Libyen soll für Flüchtlinge künftig kein Transitland mehr nach Europa sein. Der Aufbau einer starken libyschen Küstenwache ist dabei ein erster Schritt. Die schwierigste Aufgabe wird sein, das Land zu stabilisieren, auch um Flüchtlinge dort menschenwürdig zu versorgen. Doch angesichts neuer Unruhen in dem Bürgerkriegsland scheint man davon derzeit weit entfernt. Vielen Familienangehörigen von Flüchtlingen bleibt der Nachzug nach Deutschland derzeit verwehrt. Betroffen sind vor allem Syrer, die nur einen eingeschränkten, einen sogenannten subsidiären Schutzstatus haben.
Grüne und Linke fordern, die bis März nächsten Jahres befristete Regelung wieder abzuschaffen. Sie setzten eine Anhörung im Innenausschuss des Bundestages durch. Dort blieben die Einschränkungen heute umstritten. Sie trifft es ganz besonders. Minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern nach Deutschland gekommen sind. Viele bekommen nur einen niedrigen, also subsidiären Schutzstatus. Und das bedeutet, bis März 2018 ist der Familiennachzug ausgesetzt. Vor allem die SPD hatte versprochen, bei solchen Härtefällen Ausnahmen zu machen, bislang ohne Erfolg. Wir werden im nächsten Koalitionsausschuss das Thema ansprechen. Es ist auch integrationspolitisch Irrsinn, wenn ich minderjährige Kinder hier in Deutschland habe und ihnen verwehre, dass sie ihre Eltern nachholen können. Noch liegen SPD und Union weit auseinander. Die CSU zum Beispiel will, dass die Regelung länger bestehen bleibt, über März 2018 hinaus. Ansonsten würde es aus meiner Sicht zu einer unkontrollierten und nicht steuerbaren Zuwanderung zu sich schon in Deutschland befindlichen syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen kommen. Unterstützung im Innenausschuss vom Städte- und Gemeindebund. Wir müssen uns konzentrieren auf diejenigen, die schon da sind. Und insbesondere bei der Frage von Wohnraum wären wir überfordert, wenn es jetzt noch zu einem weiteren Familiennachzug, gerade für die subsidiär geschützten Personen, käme. Ganz anders Linke und Grüne. Wenn Flüchtlinge ihre Familie nicht nachholen dürften, fehle die Kraft, die sie für die Integration bräuchten. Kirchen- und Menschenrechtsvertreter sehen es genauso. Je länger ihre Situation des Wartens, der Ungewissheit und der Hilflosigkeit andauert, je größer wird auch das Risiko, dass die Betroffenen daran zerbrechen. Immer mehr syrische Flüchtlinge bekommen nicht den vollen Asyl, sondern nur den eingeschränkten Schutzstatus. Im vergangenen Jahr waren es rund 120.000. Bleibt es bei der bisherigen Regelung, dann wird es auch nach März 2018 noch viele weitere Monate dauern, bis die Familien zusammengeführt werden können. Nach den jüngsten Nazi-Vorwürfen hat Bundeskanzlerin Merkel der türkischen Regierung mit Konsequenzen gedroht. Weitere Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland könnten nur stattfinden, wenn sie auf der Grundlage der Prinzipien des Grundgesetzes erfolgten, sagte Merkel und verwies auf eine sogenannte Verbalnote des Auswärtigen Amtes. Die Kanzlerin äußerte sich bei einer Pressekonferenz mit dem japanischen Premierminister Abe in Hannover. Mein Satz, dass die Nazi-Vergleiche von Seiten der Türkei aufhören müssen, gilt, und zwar ohne Wenn und Aber. Leider müssen wir feststellen, dass diese Vergleiche nicht aufgehört haben. Und wir werden nicht zulassen, dass der Zweck die Mittel immer wieder heiligt und jedes Tabu fällt, ohne Rücksicht auf das Leid derer, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Die Bundeswehr wird erneut von einem Missbrauchsskandal erschüttert. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wurde ein Obergefreiter der Gebirgsjäger in Bad Reichenhall über Monate von Ausbildern und Mannschaftskameraden sexuell belästigt und genötigt. Es handelte sich sowohl um verbale als auch tätliche Übergriffe, so das Verteidigungsministerium heute in einem Schreiben an den Bundestag. Es werde gegen 14 Personen ermittelt, unter ihnen zwei Feldwebel. Der frühere Chef der Immobilienbank Hypo Real Estate Funke muss sich von heute an vor dem Landgericht München verantworten. Die Anklage wirft ihm und dem damaligen Finanzvorstand Fell vor, die Öffentlichkeit über die kritische Lage der Bank getäuscht zu haben. Die HRE musste 2008 während der internationalen Finanzkrise mit Steuergeldern in Milliardenhöhe gerettet werden. Funke bestreitet den Vorwurf und sieht sich selbst als Opfer. Jetzt also Georg Funke. Wieder einmal sitzt in München ein ehemaliger Top-Banker auf der Anklagebank. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den früheren Chef der später notverstaatlichten HRE und seinen ehemaligen Finanzvorstand Markus Fell, im Jahr 2008 bewusst falsch über Kassenlage und Risiken der Bank berichtet zu haben. Sie sollen als Vorstände dafür verantwortlich gewesen sein, dass der Geschäftsbericht 2007 und der zweite Quartalsbericht 2008 unrichtige Darstellungen zur finanziellen Lage der HRE-Gruppe gemacht hat. Die Wirtschaftsstrafkammer muss also weit zurückblicken, in den September 2008. Nach der Lehman-Pleite in den USA war in der Finanzwelt nichts mehr wie zuvor. Wie gefährdet waren aber der Münchner DAX-Konzern und seine kurz zuvor erworbene irische Tochter Depfer Bank? Nicht übermäßig behauptete heute Fell. Auch nach Lehman habe die Depfer über 30 Milliarden Reserven verfügt. Trotzdem wollte damals die HRE vorsorglich ihre Kreditlinie erhöhen. Durch Indiskretionen sei das bekannt geworden, sagt das Funke-Lager. Das habe das Schicksal der Bank besiegelt.
der entscheidende Schlag, war diese ungeschickte Bemerkung von Herrn Steinbrück, der sagte, die Bank muss ohnehin abgewickelt werden. Ab da gibt es natürlich für diese Bank von anderen Banken kein Geld mehr. Funke selbst will sich morgen äußern. Bei einer Verurteilung drohen ihm 3 Jahre Haft. Ex-Finanzvorstand Fell sogar 5 Jahre. Die Verteidiger aber setzen auf Freispruch, erinnern an vergleichbare Prozesse in München gegen Manager von Bayern LB und Deutscher Bank. In denen blieb am Ende von der Anklage praktisch nichts übrig. Ob intelligente Roboter oder vernetzte Infrastruktur, Einblicke in die digitale Zukunft bietet von heute an wieder die Computermesse CeBIT. Aussteller aus 70 Ländern zeigen bis zum Wochenende in Hannover ihre Neuheiten. Sorgen vor möglichen Handelshemmnissen unter der neuen US-Regierung prägten den Auftakt der Messegespräche. Deutschland und das Partnerland Japan werben auf der CeBIT für Freihandel. Japan sucht den Weg in die digitale Gesellschaft von morgen. Der Regierungschef scheint ihn schon zu kennen. Rundgang über die CeBIT, Stopp bei einer Firma, die ein Stützskelett zeigt. Eine Art Hightech-Gehhilfe, vielleicht geeignet in alternden Gesellschaften wie Deutschland und Japan. Beide Länder gehören zu den größten Technologieexporteuren der Welt und wollen, dass das auch so bleibt. Deshalb eine eigene Pressekonferenz, ein Signal an die USA und ein Plädoyer für freien und natürlich fairen Handel. Wir wollen ja nicht einseitig Gewinne machen. Wir glauben einfach nur, dass es für beide Seiten besser ist. Und jetzt müssen wir durchbuchstabieren, was das nun für unsere jeweiligen Länder bedeutet. Ein digitaler Fingerabdruck. Dazu die Erwartung Japans, den geplanten Handelspakt mit der Europäischen Union bald abschließen zu können. Ein solches Abkommen zwischen zwei so großen Wirtschaftspartnern wäre dann auch eine Art Rückversicherung, sollte das Verhältnis zu den USA schlechter werden. Gerade mit Blick auf protektionistische Tendenzen müssen Japan und Deutschland weiterhin gemeinsam die Fahne des freien Handels hochhalten. Und zwar, weil die Welt jetzt eher in Richtung Nabelschau geht. Gemeinsamkeiten auch bei anderen Themen. Verurteilung der Raketentests von Nordkorea, die Krimbesetzung Russlands. Beim nächsten G7-Gipfel im Mai wollen Merkel und Abe all das auch gemeinsam vertreten. Die glücklichsten Menschen leben einer aktuellen Studie zufolge in Norwegen. Das haben internationale Experten herausgefunden, die für ihren Bericht 155 Länder weltweit untersucht haben. Abgefragt wurden unter anderem die Selbstwahrnehmung der Menschen, ihr soziales und politisches Umfeld sowie die finanzielle Absicherung. Zur Zufriedenheit vieler Norweger trägt offenbar auch ihr Vertrauen in den Staat bei. Es lebt sich glücklich in Norwegen und das liegt nicht nur an der beeindruckenden Natur. Die Norweger haben vergleichsweise wenig Sorgen. Die wohlhabende Mittelschicht bildet das wirtschaftliche Rückgrat der Gesellschaft und neben dem Job bleibt den meisten Norwegern noch Zeit für die persönliche Entfaltung, für Freizeit, Hobbys und Kultur. Ich bin glücklich, weil ich hier selbst über mein Leben bestimmen kann. Hier gibt es keine Kriege, keine Armut wie etwa in Syrien. Ein gutes Bildungssystem haben wir und Vertrauen in die Politik, die nicht korrupt ist. Persönliches Glück, das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen in staatliche Organisationen sind die entscheidenden Faktoren für das empfundene Glück der Norweger. Die haben sich vom 4. Platz ganz nach vorne geschoben, gefolgt von Dänemark, Island, der Schweiz und Finnland. Deutschland kommt auf Platz 16 in der Glücksrangliste. 4 nordeuropäische Länder gehören also zu den glücklichsten der Welt. Zumindest die Idee des umsorgenden, aber auch ziemlich teuren Wohlfahrtsstaates wird hier immer noch hochgehalten. Bei den Einkommen gibt es keine so gravierenden Unterschiede. Wir leisten uns den Wohlfahrtsstaat und das führt dazu, dass auch die Menschen einander sehr vertrauen. Zum 5. Mal wird der Weltglücksbericht veröffentlicht. Für die Vereinten Nationen haben Sozialwissenschaftler Umfragen durchgeführt und Statistiken ausgewertet. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 21. März. Ein Tief, das von Norwegen zur Ostsee zieht, schickt Wolken und Regen in Richtung Südosten. Dahinter kommt kältere Meeresluft zu uns. In der Nacht ziehen Wolken und Regen südostwärts, danach lockert es auf. Morgen nähern sich Wolken und Regen dem Südosten, im Nordwesten und Norden Regen und Graupelschauer, an der Nordsee Sturmböen. In der Nacht kühlt es auf 11 bis 3 Grad ab. Morgen 7 Grad in Nordfriesland, 15 Grad am Inn. Am Mittwoch im Süden gebietsweise Regen, im Norden und in der Mitte freundlicher. Am Donnerstag vor allem im Westen und Südwesten Schauer oder Gewitter. Am Freitag gebietsweise Wolken und Regen.
Oft ist es aber freundlich. Karin Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Vorwurf und Wirklichkeit, Deutschlands Umgang mit der PKK und Welttag der Poesie. Vom Müllmann zum Bibliothekar. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.